Mahlzeit. Dies ist die Kirche Innos. Ein Hort des Glaubens und ein Hort der Magie. Welcher Ort wäre besser geeignet, um meine eigene magische Kraft weiter in die Höhe zu treiben? Das ganze Spiel über habe ich fleißig permanente Boni gesammelt und die werde ich mir jetzt reinziehen. Ich beginne mit den Elixieren des Geistes. Allein dadurch erhalte ich einen Mana-Bonus von 25. Ich kippe mir das alles jetzt rein, weil natürlich noch etliche Lernpunkte in Runen gesteckt werden wollen. Und falls ich dann doch irgendwann mal noch skillen will, dann kann ich das mit den letzten Lernpunkten, die mir noch übrig bleiben, tun. Ich werde jetzt auch mal die Tränen Innos trinken und schauen, was passiert. Stärke, Geschicklichkeit, vollständig geheilt. Okay, cool. Vielen Dank für diese Gabe, oh Innos. So, den Drachen-Ei-Trunk trinke ich jetzt auch. Alter, ja, ja. So, jetzt kriege ich doch noch eine Stärke, die manche von euch sich so lange gewünscht haben. Und jetzt Butlerpilze rein. 50 Stück geben 5 Mana. Das bedeutet... sorry, ich habe keinen Bock auf euer Gelaber. Ich gehe mal... was? Ah, das ist wahrscheinlich der Drachenei. Das Drachenei-Gesöff oder die drei Innos, dem jetzt die Geschwindigkeit verleihen. Das bedeutet, Also, 100 geben 10 Mana, 200 geben demnach 20 Mana. 40 Mana halte ich jetzt durch die Dunkelpilze alleine. Nicht schlecht. Und dann 40 plus 25, das heißt 65 Mana habe ich jetzt schon mal abgesandt. Oh, und dann lese ich zum Schluss nachher noch die Steintafeln. Und dann werde ich ja noch lernen, permanente Tränke zu brauen. Und die ganzen Grundstöckel, die es so gibt, dafür verwenden, permanente Mana-Tränke zu machen. Cool. So, das Einzige, was natürlich bei den Dunkelpilzen irgendwie Sache ist, es dauert so ewig, die sie reinzuziehen. Der Held macht das schon ordentlich hin, aber das in so einem alten Spiel überhaupt so eine detaillierte Kau-Animation gibt, finde ich schon krass. Schau mal, dass er den Kiefer so nach links und rechts schiebt. Das ist so bewundernswert. So viel Mana plus 5. Vielen Dank. Oh, Innos. Ach, und ganz zu schweigen von dem ganzen anderen geilen Shit, den ich noch an Mana bekommen werde, allein dadurch, dass ich zu Innos beten werde und ihm Gold spenden. Da kriege ich ja auch jedes Mal ordentlich Mana. Da muss ich gleich nochmal ausprobieren, wie viel und so weiter. 50 oder 100 oder was auch immer. Schau mal, die Flamme auf meinem Gewand. Ja. Kräftig abgesandt wird. Das ist darauf haben wir so lange gewartet. Aber irgendwann ist auch einfach mal der Zeitpunkt gekommen. Also es bringt nichts. Was bringt es, wenn ich es bis zum letzten Gegner aufspare und dafür dann beim allerletzten Gegner richtig krass Mana habe? Aber das ist dann das ganze Spiel über habe ich dann nichts mehr davon gehabt. Also soll es ja auch nicht sein. Da mache ich das lieber jetzt. Nur für die Feuerregen-Rune brauche ich natürlich dann auch nochmal 20 Lernpunkte. Das heißt, ich werde mir erstmal die rauslassen, bevor ich mir zum Beispiel dann die permanenten Tränke rauslasse. Ich denke erst eine fette Rune, dann die permanenten Tränke und dann nochmal eine Rune. So irgendwie. Weil so schnell, natürlich Jakender säubern, Minental säubern oder Todeswelle. Muss ich mal abchecken, wie viel Mana das jemals braucht. Weil Todeswelle haut halt dann schadenstechnisch noch mehr rein. Wozu dann noch Feuerregen überhaupt, ist die Frage. Lieber mit Eiswelle alles einfrieren, dann Todeswelle. Klar, der Punkt ist natürlich, ich bin Feuermagier. Und was ist geiler, als Feuermagier einen fetten Feuerregen über die Gegend zu jagen? Das ist schon ein Argument, das muss ich zugeben. Aber ich weiß es nicht. Ich bin trotzdem eher angetan von Todeswelle. Und das ist ja ein Zauber, den wir in Gothic 1 auch schon hatten. Das ist quasi der Uriziel-Zauber. Nur nochmal ein bisschen anders verpackt. So, jetzt bin ich schon fast über 4 Minuten am Pilze fressen. Also zumindest 4. Aber dafür gibt es halt auch kräftig Mana. Das ist einmal. Einmal müssen wir diese Hürde überwinden. Und dafür haben wir dann für das restliche Spiel krankhaft geil Mana. Und ach, ganz zu schweigen von all den permanenten Tränken, die ich mir noch reinziehen werde. Und Steintafeln muss ich dann auch noch abchecken, ob ich schon alle habe oder noch nicht. Oh, geil, so gefällt's mir.
So hau ich es am allerliebsten. Jemand von euch hat mir auch geschrieben, ich soll die Feldknütterig für die besseren Mana-Tränke aufheben, weil ich die teilweise für schlechte, für ja, nicht so gute Mana-Tränke rausgehauen habe. Wie Feldknütterig habe ich noch? Ich habe noch 4 Stück. Oh, bitter. Ja, das, jetzt kann ich das Argument nachvollziehen, Mann. Das ist absolut richtig. Dankeschön dafür. Also ich werde natürlich alle Händler abklappern, gucken, was es an Feldknütterig gibt, dann auch pflücken, was ich so finde. Aber 4 Feldknütterig-Pflanzen sind echt erbärmlich. Das habe ich vollkommen missachtet. Das ist natürlich, wenn ich schon Mana-Tränke brauen lerne, ich für die besseren, für die permanenten. Also, hören, jetzt kann ich nicht mehr essen, oder was geht ab? Hallo? Hallo? Ich kann gerade mein Inventar nicht mal mehr schließen. Hallo? Steuerung Alt F8? Ah, jetzt geht's wieder. Okay, weiter geht's. Ich muss stets auf die Kirche Inners schauen, wenn ich das tue. Ah, nee, ich will ja mich anschauen auch. Ja, Glück gelaufen. Der Held schaut auf die Kirche Inners, ich schaue auf ihn. Ihr schaut auch auf ihn, weil wo ich hinschaue, schaut er auch hin. Zumindest so im Spiel, versteht ihr? Die schönen Wasserfelder hinten können wir uns auch mal anschauen. Diese Fichten hier sind auch einfach gut gemacht. Ich glaube, die sind aus Skyrim. Viele aus diesen Grafikmodellen sind übernommen aus anderen Spielen. Ich glaube, dass das die Skyrim-Fichten sind. Ich meine, diese Texturen und Meshes und so in Skyrim gesehen zu haben. Die Meshes sind nicht direkt die, glaube ich, aber Texturen glaube ich schon, dass das die Skyrim-Fichten sind. Ne? Was meint ihr? Schreibt mal, was ihr meint. Schaut mal, Butlerfleisch habe ich inzwischen auch richtig, richtig viel. Also wer will, kann natürlich gerne vorspulen. Ich denke, ich werde in den Kommentaren oben einen Kommentar anpinnen, wo ich sage, bis zu welchen Minute ihr vorspulen könnt, wenn euch nicht... Aber wer bis jetzt angeschaut hat, der schaut sich wahrscheinlich auch noch die restliche Fresserei an. Ah, die permanenten Boni. Es sind immer noch 5... Das ist eine der befriedigendsten Stellen immer im Spiel. Es sind jetzt noch 15 Mana, die auch noch abgesandt werden. Wartet ab. Bald ist es soweit. Eigentlich sollte ich das machen, wenn ich gar kein Leben habe, um mich voll hochzuheilen. Na, dass ich... Lebensenergie Bonus 5 zwar nur, aber dafür... Ja, komm, die restlichen esse ich einfach, wenn ich mich richtig hochheilen möchte. Nach einem Kampf. So, jetzt Standtafel der Magie 1. Das sind auch nochmal 10 Mana, die er dann durch die Leichten hier schön abgreifen kann. Dann gibt es, glaube ich, 8 Mana durch die hier, richtig? Richtig. 18 Mana sind wir schon. Und dann plus 6. 18 plus 6 sind 24 Mana. So, 161 habe ich jetzt ohne irgendwelche Boni-bringenden Dinge zu tragen. Jetzt werde ich natürlich mal anziehen. Amulett der Priester. Und dann werde ich die Priesterringe auch noch anziehen. Feuerring, Feuerring der Verteidigung. Nee. Der Heiler. Geschicklichkeit, Lebenskraft, Astralenkraft. Ach, nee. Hier der Priester. Sie sind ziemlich weit oben. Sehr schön. So, das heißt, jetzt sind wir schon mal bei 201. Aber da geht natürlich immer, wie immer, geht noch mehr. So. 221 Mana, sehr schön. Und dann durch die Dunkelpilze wird er noch hinzukommen. 150 Dunkel. Es werden noch 100. 200. 30, 235, 236 Mana werde ich dann nach den Dunkelpilzen haben. Und dann ganz zu schweigen von den ganzen anderen permanenten Mana-Tränken, die es noch geben wird. Das heißt, jetzt möglichst schnell Stufen aufsteigen, um all das zu bekommen. Ich schaue jetzt mal, was euch abgeht mit dem Zauber, den ich mir erschaffen habe beim letzten Mal. Heiliges Geschoss. Mana kosten 60. Das ist gar nicht mal mehr so viel für mich jetzt. 60. Bald habe ich 240, dann kann ich ihn 6-mal wirken. Cool. Ja, was könnte ich denn dafür ausziehen? Teleportation zum Kloster natürlich. Auf der 6 habe ich jetzt Heiliges Geschoss, Iskarot, als ob ich meinen Lieblingsmagier abballer. Oh, guck mal, wie es leuchtet. Innos heilige Aura umgibt dieses Geschoss. Das sieht so schön weich aus, dieses Licht. Gefällt mir gut. Leuchtet es auf mein Gesicht aus?
Oder gilt das nicht als zu... Ist das quasi wie ein Lichtzauber, das interessiert mich oder nicht? Na, scheinbar nicht. Ich werde gleich mal austesten, wie gut das gegen Suchende... Ah, genau. Ich gehe jetzt zu Xardas Turm. Und da kann ich an den Dämonen den Zauber gleich mal ausprobieren, den neuen. Da muss ich natürlich irgendwas anderes ausziehen. Skelett beschwören, was auch Mana 60 kostet. Was auch cool ist. Der Zauber hat mir immer gut gedient. So ist es nicht. Aber ich muss zu Xardas, also... Müssen andere Zauber leiden. Tut mir leid. Schwupps. Exzellent. Hört ihr das? Oh. Ich freue mich schon, mit noch mehr Mana in die Schlacht zu ziehen. So, und dann frage ich natürlich die anderen Kapitäne. Ich werde die Quest von wegen alle Freunde fürs Schiff zusammentrommeln, mache ich jetzt noch gar nicht. Das mache ich erst, wenn alles gesäubert wurde. Und ich mich dann genau entscheide. Weil wenn man zu früh alle auswählt, dann ist das Maximum überschritten. Dann kann man nicht allen sagen, hey du, komm mit. Es gibt auch irgendeinen Trick, wie ging der nochmal, dass man nochmal einen mehr mitnehmen kann, als man... Ah, genau. Einen gewissen erst zum Schluss. Ja, ich weiß wieder, was ich machen muss. Ha! Was? Du wagst es, Bestie. Aber endlich mal ein ordentlicher Zauber, der auch ein bisschen Schaden macht gegen Dämonen, ne? Was man von dem bisherigen so Blitz und so weiter nicht wirklich sagen konnte. Ja, Alter, was geht ab? Ich würde gerne treffen. Kennt ihr dieses Problem, diese Werbung? Ich würde gerne dieses Problem nicht haben. Ich weiß, ich krieg manchmal auf YouTube, habe ich so Werbung für gegen Haarausfall oder so, was gar kein Problem von mir ist. Also so viel zum Thema personalisierte Werbung. Da wurde einer interviewt, der hatte das Problem, der hat gesagt, ich würde gerne dieses Problem nicht haben. Und da musste ich gerade dran denken, als ich diese Formulierung rausgehauen habe. So. Zack. Heiliges Geschoss. Hey! Kannst du mal aufhören, mich zu schlagen? Ey, das nervt mich, Mann. Ich würde gerne dieses Problem nicht haben. Au. Klar, ey. Bekloppt. Aber das zähle ich quasi gar nicht als richtigen Tod. Das gildet gar nicht. Das gildet nicht. Wie man so schön als Kind gesagt hat. Manche als Erwachsene immer noch sagen. So, Baum. 500 Erfahrung. Klar. Und ein goldener Ring, den hat er um seine Kralle getragen. Cooler Typ. Richtig, richtiger Styler-Dämon. 75, 75. Jawohl. Muss mal schauen, ob Zuris, Meister der Tränke, nochmal einen permanenten Mana-Trank in petto hat. Das wäre natürlich geil. Ansonsten jetzt auch immer Ausschau nach Grundstöckeln und Feldknöterich und allem möglichen. Ah, ja, okay, und jetzt ganz schnell verpissen. Ganz genau. Das ist der Trick, mit dem man hier schön arbeiten kann. Boah, krass, die starken, die mittleren Tränke kann ich jetzt gerade nur noch mal zu einem Drittel verwenden, um meinen Mana aufzufüllen. Aber es ist gut, das ist ein gutes Zeichen. Das bedeutet, mein Mana schießt in die Höhe. Ah, ja, schau mal. Ich habe sogar getroffen, obwohl ich gar keinen anvisiert hatte. Schau mal, hätte ich mir gar nicht die Sorgen machen müssen, von wegen, ich will dein Leben sehen. Hä? Ah, jetzt wieder. Ah, guck mal, das trifft. Man kann einfach schießen und das trifft schon. Ja, okay. Gut, so, hier ist wieder ein Dämonen-Scheiterhaufen. Zieht euch das rein. Da immer so, mit ihrer glühend roten Wirbelsäule, Alter. Seht ihr das? Man kann jeden einzelnen Wirbel erkennen. Schön gerade. Der Bursche hat auf jeden Fall keine Skoliose. Nichts zu. Da ist nichts, ja, nichts zu finden. Ja, der da, der, ja. Sehr schön. Ansonsten noch irgendwas da oben hier? Nee. Das ist im Stockwerk drüber. Lass mich raten. Ganz oben ist wieder ein Dämonenlord. Wenn ich mich recht entsinne, war das so. Und selbst wenn ich mich nicht dran erinnern würde, wäre das irgendwie sehr naheliegend, ja? So, sehr schön. Ja, es sind noch 10.000. 10.000 Erfahrung brauche ich noch bis zum nächsten Stufenaufstieg. Den schnappen wir uns auch noch und dann ist wieder Ruhe hier. Dann kann das Volk von Corinus wieder friedlich schlafen. Ja, sag ich doch, ein Dämonenlord. Ich frage mich. Ah, okay, es lag an dem blöden Winkel, in dem ich auf den zielte. Leider kein Mana mehr. Da muss man mal ganz schnell was dran ändern.
Dann probieren wir es mal nochmal. Ha, schau. Man muss einfach nur in die Richtung ballern, dann trifft es schon. Hätte ich das mal früher gewusst, hätte ich mir manche Schmach erspart. Wusch. Sehr gut. Und das gibt schöne 600 Erfahrungen. Schade, dass die so rum hinfallen. Ich würde mir die Fresse von dem gerne mal ein bisschen genauer anschauen. Alter, diese Nebelschwaden, die danach vom Kadaver aufsteigen, sind mit das Geilste. Xardas Turm. Von Knechten erbaut. Vom Magier beschaut. So, mal gucken, ob ich Lester auch noch sagen kann, dass ich hier sauber gemacht habe. Und ob es ein bisschen Erfahrung dafür gibt. Ja? Ich geier Erfahrung immer so ein bisschen hinterher. So, ab da runter. Ja. Und ein Sprung durchs Laub. Okay, Lester. Ich warte jetzt mal noch. Wobei ihn nehme ich sowieso ganz sicher mit aufs Schiff. Ich sag's euch. Ich habe herausgefunden, wo sich der Feind versteckt. Frag mich nicht wieso, aber ich spüre, dass ich dich begleiten sollte. Wie meinst du das? Ich kann es nicht erklären, aber ich weiß, dass ich die Antwort nur erfahre, wenn ich dich begleite. Ja, komm. Dann komm mit und hol dir deine Antworten. Wir treffen uns am Hafen. Wenn ich soweit bin, werde ich dorthin kommen. Beeil dich, unsere Zeit ist knapp. Ja, weiß ich besser als du, Alter. Ich habe doch keinen Platz mehr für dich, Glatzenpär. Nee, so gemein bin ich jetzt mal nicht. Ich werde jetzt mal dort unten in seinem Tal direkt ein bisschen Tacheles reden mit allem, was da kreucht und fleucht. Geil, Mann, das letzte Mana nochmal schön ausgebeutet. Wobei, das war dann immer noch mal ein bisschen was da. Ich frage mich, ob das 5 oder 10 waren, die noch übrig waren. Aber bei der Menge, die ich mittlerweile spazieren trage, vielleicht sogar 10 oder 6, weil ich ja einen Mana-Punkt mehr habe über einer runden Zahl. Ja, Runde passt. Gerade passt nicht. Aber ach, guck mal, ganz am Anfang habe ich hier einen schweren Ast liegen lassen. Sieh einer an. Ich gehe auch vor allem deshalb nochmal runter ins Tal, weil ich ja vermute, dass Suchende dort vielleicht auch sind. Ja? Denn dort habe ich noch überhaupt gar nicht sauber gemacht. In der Höhle hier hat sich inzwischen nichts mehr angesiedelt. Das ist einfach ganz klar. Anfangsgebiet. Ich fühle mich richtig wie ein Bote Innos, der strahlend sein Licht trägt hinaus in die Welt. Ah, und manchmal auch ein bisschen bescheuert am Felsen runterschlittert. Was ihm aber am Arsch vorbeigeht, weil er so viel Leben hat, dass ihm das gar nichts kann. Der Bodennebel hier ist wunderschön. Er ist nicht nur am Boden, er zieht sich durchs ganze Tal. Ach, schau mal, kaum Mana verbraucht, da lache ich drüber. Lache ich. So, heiliges Geschoss müsste ja gegen Suchende auch höchst effektiv sein. Spürt Inners Zorn. Also wenn wo welche sind, wahrscheinlich in dieser Grabsteinhöhle dort hinten. Echsenmänner. Denn, wir wissen ja noch als... So, wo habe ich die Blitze... Brauche ich ja nicht, habe einen Bogen. Wir wissen ja aus dem Drachenjäger-Let's Play, da gibt es ja die Quest, töte möglichst viele Echsenmenschen und sammle die Brut der Drachen ein, denn es liegen überall Dracheneier verteilt aus Drachenjäger. Einige dieser Echsenmenschen-Spots sind auch als Magier besetzt, wie es scheint, so wie auch einige der orkischen Kriegsherr-Spots, die man vom Paladin-Playthrough kennen, als Magier besetzt sind, wie wir neulich rausfinden durften. Das heißt, es lohnt sich sogar noch mehr, als wenn hier Suchende wären, weil natürlich die Echsenmenschen wahrscheinlich noch mehr vorhanden sind. Eiswelle ist auf 7, Eisschuss auf 6, okay. Mal schauen, je nachdem, wie viele da sind. Ach, ein backender Suchender. Mal schauen, was der zu heiliges Geschoss sagt. Ja, da sagt er gar nicht mehr viel zu. Wollte gerade noch einen Feuerball abfeuern, kann er aber knicken. Sehr schön, hat sich schon eine der grafisch schönsten Stellen mit der Mod, weil so viele Glühwürmchen herumfliegen und hier diese detaillierten Farne und Laubbäume und so sind. Wahnsinn, also wenn ich ein Showreel machen würde zu dieser Mod, ich würde auch direkt hier durchlatschen, direkt. Es sieht so schön aus. Alter Schwede, Mann, er wird ganz schwummrig vor Schönheit. So, rein mit diesem Trank. Hm,
das Geschoss nochmal raus. Und ja, da sind natürlich noch mehr. Da sind noch mehr von den Viechern. Das verwundert jetzt keinen wirklich. Ja, natürlich. Oh, 3 an der Zahl, die aber zum Glück festgebackt sind. Also kriegt man das auch schön zurechtgestutzt, was hier aus der Höhle entfleucht. Schoss aus mit der Erfahrung. Ja, doch, sehr gut sogar. 7000 noch. Dann sind wir da durch. Also es geht schnell. Jetzt gegen Ende sind natürlich auch noch mal mehr hochkarätige Viecher unterwegs. Hochkarätig im Sinne von sehr viel Erfahrung gebend. Das sind Partner, mit denen ich sehr gerne zusammenarbeite. Da lohnt sich eine Zusammenarbeit. Ja? Da profitiert dann eine Seite ganz gewaltig von und die Seite bin ich. Hi. Ja, okay. Ich habe ja verstanden. Ihr seid hier gerade so ein bisschen... Wie viel Mana habe ich? 101. Das heißt, ich könnte jetzt immer noch eine Eiswelle wirken. Das finde ich ganz cool zu wissen. Ah, ne, könnte ich nicht, denn die Eiswelle braucht scheinbar noch mehr Mana als 100, weil ich 120. Wenn ich raten müsste, ja, dann würde ich jetzt sagen 120. Diesmal werde ich insofern schlauer sein, oder ich bilde mir jetzt momentan noch schlauer zu sein, weil ich mir vornehme, direkt diesmal die Eiswelle zu wirken und die Burschen allesamt einzufrieren, noch während sie auf mich zugejoggt kommen. Mal schauen, ob mir das gelingen wird. Hi! Ja, das schaut schon mal ganz gut aus. Dann zücke ich kurz an den Bogen und knall sie direkt ab. Sehr schön. Und der letzte geht zu Boden. Das ist alles... Das freut mich, wenn das so wie vom, am Schnürchen läuft. Ach, und natürlich die Höhle neben dem Sonnenkreis. Die werde ich auch noch sauber machen. Das könnt ihr auch noch direkt. Das sind so kleinere Spots, die aber schön viel Erfahrung kriegen, geben. So wie auch der hier, die ich jetzt Stück für Stück abklapper. Um dann die großflächigen Gebiete wie Jakinda und Smintal mit den Zaubern, die ich mir durch jetzt einkommende Erfahrung erarbeite, zu reinigen. Das ist doch mal ein Plan, oder? Ich finde es einen schönen Plan. Rotes Erz sprießt hier regelrecht aus den Wänden raus. So, ich schaue jetzt mal, ob noch sonst irgendwas im Tal unterwegs ist. Dank meiner Zauber kann ich alles schön einfach abscannen. Und ansonsten werde ich mich dann direkt wieder verpissen von hier. Ich frage mich, wer in diesem verlassenen Tal überhaupt irgendwelche Äste absägt wieder oben. Aber schau mal, hat mal jemand... Ja klar, Lester war's! Wie auch sonst soll das Brennholz hier unten zustande gekommen. Ich glaube mir, in meinem neuen Outdoor-Video stelle ich immer meine neue Axt, meine neue Säge vor. Ihr glaubt gar nicht, wie befriedigend es sich anfühlt, diese Werkzeuge zu haben. Ich kann so viel mehr machen. Ich bin jetzt im Wald und es gibt einem so ein positives Machtgefühl, in der Lage zu sein, einfach Holz zu sägen und sich Holzscheite hacken zu können. Es ist so viel besser als immer irgendwelche Stöckchen sammeln und zerbrechen. Und nein, man kriegt richtig was gebacken. Und das ist so schön. Sowas bedeutet mir viel mehr, als irgendwas anderes zu besitzen. Ein Beil und eine Säge zu besitzen, bedeutet mir unglaublich viel. Ja? Das ist sehr schön für mich. Alles klar. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt in die Stadt und schaue, ob ich da noch einen permanenten Mana-Trank finde. Wenn nicht, dann auf jeden Fall sammle ich noch, kaufe ich noch Zutaten. Tränke, die ich finden kann, Grundstücke etc. Und dann gehe ich zu der Höhle neben dem Sonnenkreis, verrichte dort mein Werk und dann überlege ich, ob ich da im Rahmen dessen gleich noch schön die Wälder dort säuber. 817 Lebensenergie. Ich will die 1000 knacken in diesem Let's Play. Und dann... Dann bin ich hoffentlich... Ja, da bin ich wahrscheinlich noch nicht bereit für Feuerregen. Schauen wir mal. Ah. Ich bin auf der Suche nach neuen Rezepturen für Tränke. Hast du bereits Erfahrung mit der Alchemie? Mhm. Ja, habe ich. Und du lebst noch. Das sind schon mal gute Voraussetzungen. Er hätte mich gerne als Lehrling gehabt. Ich denke, ich kann dir einige Rezepturen verraten. Es kommt natürlich darauf an, was du wissen willst. Alles. Zum Herr. Ich kenne einige.
triff deine Wahl selbst. Okay. So, hier kann man nämlich einerseits Exzessier der Stärke, nein. Aber das will ich ja diesmal nicht lernen. Aber ich will auf jeden Fall lernen, permanente Mana-Tränke. Das kann ich ja bei jemand anders, ich weiß nicht, vielleicht bei Sagitta oder bei sonst wem. Aber ich werde es lernen. So, Drachenwurzeln kaufe ich auch, einfach nur zum So-Essen, als Snack, verstehe. Fellknitterich nehme ich alle direkt mit, scheiße war das. Und Mana bringende Pflanzen nehme ich auch alle mit. Grundstöckel nehme ich. Oh, Alter, da habe ich ja richtig Kohle eingebüßt jetzt hier gerade. Hier, Gorns Axt, die Schlachtaxt, die wird verkauft. Sturmbringer. Die Betty behalte ich mal noch. Warenordnung und Chaos zugleich. Ja, ja, ist schon klar. Edles Langschwert. Stab der Wassermagier, eigentlich zu geil zum Verkaufen, habe ich aber nie verwendet. Behalte ich trotzdem mal noch. Man kann nie wissen. Was sind Sternen alle Wesen? Nicht, dass ich dann auf Ödelrad hock und denke mir, boah, jetzt den Stab haben und dann kann ich ihn nicht mehr kaufen. Das wäre echt sehr, sehr schade. Armbrust, Eschenbogen, das entstanden war. Ach, genau. Nach einem noch besseren Bogen werde ich Sengrads Armbrust, ich weiß nicht, ob ich die zurückgeben kann, ich behalte sie immer noch. Die noch bessere Bogen will ich auf jeden Fall Ausschau nachhalten. Ich habe sicherlich irgendwelche Spruchrollen, die ich nicht mehr brauche, oder? Feuerball, da habe ich eine Rune. Leichte Wunden, brauche ich auch nicht mehr. So, ich denke mal, jetzt habe ich genügend Kohle, um die letzten Grundstöcke, die du hier noch verscherbest, abzusahnen. Ja, sehr schön. Sumpfkraut, alles andere brauche ich ja gar nicht. Gürtel des Feuerläufers, der läuft übers Feuer. Welche Laborwasserflaschen habe ich, glaube ich, auch mehr als genug. Aber kann nie wissen, wenn man 10 mit zur Vorsicht. Schön, danke. Gut. Konstantino, alles Gute wünscht dir noch. Und ein Teil seiner göttlichen Macht. Dann gehst du jetzt erstmal noch auf zu dem alten Zause. Ignaz! Zuris, der alte Zause, sagt doch auch jemand in irgendeinem Dialog. Sag mir mal, wer? Karl! Geile Animation, wie das Eisen da schön zwischendrin hält. Aber ich würde Schweizer Handschuhe anziehen in deiner Stadt. Hat euch neulich welche gekauft für meinen Outdoor-Kram. So, zeig mir Ware. So, die nehmen wir auch mal mit. Ansonsten hat er nicht mehr viel, was mich noch interessiert. Aber Vergessenszauber ist auch noch schön zu haben. Haben wir neulich bei der Sache mit Lester gesehen. Lehre mich. Was willst du? Was willst du? Geiler Typ. Die Stimme, wie er das sagt. Das ist die Xadas-Stimme, nur halt mit wenn du nicht willst. Verzerrt. Und dadurch ist es halt extrem lustig, wenn Bodo Henkel diese Stimme raushaut. So. Salandrill kann ich ja leider nicht mehr aufsuchen, um da schön Tränke abzusagen. Vielleicht hätte ich dann noch bis zum letzten Kapitel abwarten sollen. Ja, das verstehe ich leider jetzt erst. Aber alte Steintafeln kann ich bei Vatras abliefern und dadurch auch noch ein Mana. Wurden Tiere und aller anderer Scheiß. Scheiße, Alter. Ich habe genau 19 alte Steintafeln. 20 brauche ich, um von ihm einen Mana-Bonus bei Ablieferung abzusahen. Na toll. Da muss ich irgendwas. Schreib mir bitte, wo ich. Bitte. Nee, so ist nicht gemeint, aber schreib mir gerne, wo ich eine absagen kann. Oder eine finden kann noch. Aber finden ist natürlich schwierig, weil ihr wahrscheinlich nicht wisst, welche ich schon gesammelt habe. Welche nicht? Tränke! Also erstmal hier des Lebens. Oh, Alter. Ich muss echt. Erstmal die ganzen Goldbeutel von der Drachenjagd aufmachen. Apfeltabak, Lederbeutel. Boah, jetzt schau mal, wie ich schon wieder direkt die. Abasch hier. Ich asch richtig schön ab. Lecker. Permanenten Mana-Trank hat er leider keinen in petto. Da hätte ich bei seinem Gritter, also, weil ich war noch. Oder Skeppel kann ich übrigens öffnen, hat er mir geschrieben. Vielen Dank dafür. So, ist voller Münzen. 50 Stück. Das heißt, das sind eben immerhin 1500, glaube ich, nochmal umgerechnet. So, sehr schön. Muss das nicht alle aufmachen. In dieser Folge geht es echt darum, die ganze Zeit irgendwelche Sachen im Inventar aufzumachen. Ach, und die restlichen Dunkelpilze wollte ich ja noch fressen, sobald ich im Kampf verwundet wäre. Das darf ich nicht vergessen. Sehr schön, dass ich da gerade noch dran denke. So, schau mal, ob das schon reicht für meine Zwecke. Die nehmen wir alle mit. Ne, recht dicke nicht. Da kann ich gerade noch schön weiterklimpern hier. Und abgesehen davon habe ich natürlich etlichen Shit,
den ich mit Leichtigkeit verkaufen kann. Das ist nicht der Punkt, ja. Aber so geht halt irgendwie leichter, wobei das Verkaufen wahrscheinlich in Wahrheit schneller geht. Ach, natürlich bei Bossbar, meinem Meister, kann ich ja gleich mal noch reinschauen und dann dort auch schön Fälle abliefern und vielleicht auch noch einen besseren Bogen absahen. Ich bin gespannt. So. Die paar Beutel machen wir jetzt gerade noch fertig schön auf. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und die 0. Zuriss, Meister der Tränke, zeig mir deine Tränke. Und zwar die hier. Boah, Alter, schon wieder direkt. Scheiße, ey. Ja, scheiße, Mann. Geld. Geld regiert die Welt. Ich brauche noch mehr davon. So, Erzbrocken noch ein paar verkaufen. Silberner Kerzenständer, Sextant. Kann ich, glaube auch nichts mehr mit anfangen. Ist das ein leichter Fisch? Ja, da ist noch irgendwas drin. Goldene Schale. Hier zerkratzte silberne Schale, wie jeder erkennt. Hast Bock auf Zähne? Hier, nimm. Ersatzzähne für dich. Schöne, das sind hochwertige Implantate. Kannst mir vertrauen. Rein damit, ja. Dann strahlen. Endlich kannst du wieder strahlend lächeln. Zuriss, Mann. Ich beneide dich um dein Lächeln. So. Naja, ich nicht. Ich finde mein Lächeln eigentlich ganz schön. So. Raute eines Reptils. Ich weiß, ich habe gerade dummerweise Trollfell an ihn verkauft. War richtig dumm. Bossbar hätte mir, glaube ich, viel mehr Kohle dafür gegeben. Ist es aber so, kann ich auch nichts mehr ändern. Tut mir leid. Herz eines Feuergolems. Geil. Horn von Drachensnapper. Ich glaube nicht, dass ich den noch für irgendwelche Runen brauche, aber man weiß ja immer nie. Es kann schon sein. Reines Mana. Sah ich ebenfalls ab. So, jetzt brauche ich nochmal ein bisschen Asche. Ihr wisst wofür, richtig, für den Lebenstrank. Es kann nicht sein, eine verdammte Steintafel. Verwandlung Feuerwaran, Verwandlung dies, Verwandlung das. Langbogen, Eschenbogen, Feuerbogen, das ist geil. Schwarzes Erz, scheinbar gar nichts wert, obwohl das so krass in seiner Wirkung ist. Was soll das? Das weiß doch inzwischen jeder. Ja, nee, ich nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Kannst du mir bitte verraten, wenn ihr so einen auf 9 mal klug macht? Klar, Feuersturm. Komm, weg damit. Das weiß doch inzwischen jeder. Ja, Alter, die Alte, die denkt echt, sie wäre 9 mal klug. Wolf rufen. Nee, das ist inzwischen sinnlos. Bringt nichts mehr. Ruf ich lieber Skelette böse vertreiben. Habe ich ja meinen anderen geilen Spruch. Aber ich behalte doch immer lieber den, falls ich da eine Rune machen will. Windhose, Windfaust. Es gibt so viele Zauber, die ich noch gar nicht gebraucht habe, die ich auch noch schön ausgeben könnte. Blitzschlag. Das ist mal wieder typisch. Lurker-Clown. Könnte ich auch noch gut. So, Golem-Herzen brauche ich auch nicht alle. Pech. Ja, habe jetzt auch nicht so die schöne Verwendung für goldener Teller. Kohle. Brauche ich sicherlich auch nicht alle. Innerstadt. Innos! Oh, und Dämonenherzen habe ich etliche. Wirklich? Sehr schön. Wirklich? Das ist ja interessant. Dann die andere wieder. Wirklich? Das ist ja interessant. Meint man sie jetzt anders? Das ist ja typisch. So, Schattenläufer Hörner da oben. Das darfst du keinem erzählen. Ich glaube, da kann ich auch noch. Ich habe was anderes. Die einen Schattenläufer in dieser Höhle aus. So, den gönne ich mir jetzt des Lebens. Und ich wäre in diesem Let's Play gerne auf 1000 Leben kommen. Mal schauen, ob es mir gelingt. Und ja, um da ranzukommen, trinke ich jetzt natürlich auch erstmal den. Das ist ja schrecklich. Ja, und dann geht's beim nächsten Mal in die Höhle beim Sonnenkreis. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute wünsche ich euch. Gebt gerne einen Daumen hoch. Das habe ich schon immer gesagt. Er redet einfach zu viel. Das ist nicht schön. Hier, die Tränke, die sind schön. Ciao.